Hallo, ich begrüße dich und ich freue mich, dass du wieder da bist und dir die Zeit nimmst, mein Video anzuschauen. Heute am 7. Oktober 2019 mit einer Liebeslegung, mit den Zigeunerkarten, also eine heißgeliebte Legeform von euch oder eine Legeart von euch, also die Liebeslegung mit den Zigeunerkarten. Ich freue mich, dass du da bist. Schließe deine Augen und natürlich tauche erstmal in deine Energie der Kristallschale hinein und sende mir natürlich auch deine Gedanken zu und auch, ja, auch besinne dich voll und ganz auf deine jetzige Situation. Und während ich die Karten mische, natürlich konzentriere dich, sende mir deine Gedanken zu, dass ich das auch empfangen kann. Für dich natürlich, und damit das auch für dich zutreffen kann. Sollte das nicht der Fall sein, ja, weil das auch jetzt viele, viele Menschen anschauen, diese Videos, du kannst natürlich immer bei mir persönlich eine Beratung buchen, und zwar auch hier vor Ort oder auch telefonisch. Also ich nehme für dich sehr, sehr gerne die Zeit. Du kannst auch alle Fragen stellen und ich bin eine Stunde für dich da und schaue einfach deine Themen ganz, ganz intensiv an. Und du kannst auch alle Fragen stellen. Wir können auch Blockaden auflösen, wenn ich das merke, dass du da auf deinen Weg also nicht weiterkommst. Schließe deine Augen. Ich hoffe, du bist bereit. Sende mir deine Gedanken zu. Warum geht es jetzt gerade bei dir? Was ist gerade bei dir los? Warum geht es bei dir? So, es geht um die Fülle. Die Fülle, aber nicht nur mit Geld, sondern also du wünschst dir diese Fülle in deinem Leben. Du möchtest diese Fülle leben. Die Liebe, die Zufriedenheit, die Harmonie, die Fülle, die Erfüllung. So möchtest du etwas, dass es jetzt endlich passt, ja? So, wir schauen jetzt einfach, welche umliegende Karten jetzt noch Hinweise für dich geben, natürlich, ja? So, was spielt hier so eine große und wichtige Rolle für dich? So großartig. Also es geht wirklich um diese Fülle, es geht auch darum, also vielleicht hast du auch ein Stück weit eine Reise geplant und also du hast dir auch vielleicht Gedanken gemacht, das könnte also unverhofft irgendwelche Veränderungen mit sich bringen. Du sehnst dich hier also nach deinem Seelenpartner, du hast das Gefühl, ja, dass du ihn nur auf Seelenebene vielleicht erreichst, dass du auch real gar nicht den Zugang dazu hast. Schau mal hier, der Witwer trauert hier an dem Grab. Also es geht auch wirklich darum, du trauerst vielleicht, du erreichst ihn gar nicht und hoffst du vielleicht durch eine Reise oder unverhofft, dass du ihm vielleicht auf der Reise begegnest oder möchtest einen Besuch abstatten. Also du wünschst dir auf jeden Fall diese Fülle, dieses Glück. Und du sehnst dich auch ein Stück weit nach eine heilende Botschaft, dass da etwas von ihm als Geschenk kommt. Also ich sehe hier auch die ganzen Briefe, ich sehe hier auch die Heilung, diese grüne Hülle, also wie dieser Mann hier oder diese Figur jetzt gerade in diesen grünen Umhang eingehüllt ist, dass das halt für dich ein Geschenk wäre. Also ich nehme dich schon sehr geknickt war, also dass es dir vielleicht auch seelisch nicht so gut geht, ja, und was ich jetzt hier auch wahrnehme, da sehnt sich auch genau noch jemand nach dir, nach deiner Seele, also das ist die Seelenpartnerschaft, also offiziell, und ist auch sehr, sehr eifersüchtig auf dich, also vielleicht befindest du dich auch irgendwie noch in einer Verbindung oder ist da irgendwie was, wo der noch eifersüchtig ist oder wo der auch vielleicht so Gedanken macht. Im Herzen ist derjenige ganz, ganz treu, dein Herzensmensch treu zu dir, also ganz loyal, und das geht über das Leben hinaus, also es geht um die Stabilität.
Also ihr habt beide, habe ich das Gefühl, also Sehnsucht füreinander, also zeigst du dich, zeigt er sich. Also auf jeden Fall habt ihr dieses Sehnsuchtgefühl zueinander. Und es geht auch wirklich darum, in der Stabilität zu kommen, damit dieser Neuanfang auch stattfinden kann. So. So, liebe Engel, wann darf ich die Karten auslegen? Ich darf sie auslegen, also es geht nach wie vor um diese Seelenpartnerschaft, Treue, also Treue, Loyalität, also die Traurigkeit ist in Gedanken da, also man hat also wirklich das Gefühl, also nicht nur die Falschheit, sondern auch, dass es so eine Art Versuchung für einen ist, dass es auch so in gewisser Weise so eine Mutprobe ist oder so ein Feuertaufe oder Feuerprobe ist, dass man das auch so wirklich durchhält. Ja, also es ist eine Traurigkeit, eine Prüfung, dass man das besteht. Ja, das ist also vielleicht auch dir in den Gedanken, bist du traurig und natürlich denkst du auch an deinen Herzensmenschen volle Treue. Wir legen jetzt die Karten aus, was die Karten für dich sagen. Also da kommt mein Jungfrau-Aszendent mit dem Fussel durch. Ja, das ist dieses Perfektionistische. Naja, ich gelobe Besserung. So, je nachdem, was du von einem Aszendenten hast, hat das natürlich auch Auswirkungen auf deinen Sternzeichen. Lebst du auch mehr deinen Aszendenten? Und ja, so, ganz spannende Legung. Also in diese Legung, in der Skatlegung war das jetzt anders. Vielleicht gehörst du gerade nicht in diese Gruppe, aber ich versuche das jetzt auch für dich so weit mitzuteilen. Also du bist also schon ganz mittig, das gefällt mir. Du bist so in deine innere Mitte. Ja, also du bist jetzt nicht zu sehr im Kopf abgedriftet, auch nicht im Gefühl, sondern du balancierst dich ganz gut. Also hier zeigt sich auch nochmal hier die Waage, dass du im Balance bist im Außen, also deine Gerechtigkeit. Und also in deinem Kopf ist der Neuanfang und du hast auch so einen inneren Ruf. Also du weißt ja auch, du bist jetzt bereit für diesen Neuanfang, zu wagen, zu beginnen, zu loszustarten, loszureiten, ja, gerade. Dein Gegenüber dagegen habe ich das Gefühl, dass er ganz in seinem Kopf ist und hier momentan auch sehr traurig ist und seine Fröhlichkeit, diese ganze Gedankenkarussell, was er dann auch macht, hier seine Gedanken, also so ein Stück weit runterziehen. Also ich sehe hier, vielleicht ist da auch jemand an seiner Seite, der Feind, und seine Gedanken sind, trotzdem hofft er denn natürlich auch, also in Bezug auf dich, dass es da auch irgendwie eine Veränderung geben könnte. Allerdings ist er auch sehr unglücklich, dass es also nicht weitergeht. Also ist hier definitiv die Heiratskarte, also ich würde jetzt hier sagen, also dass er sich in einer Partnerschaft befindet, was sich momentan für ihn also wirklich irgendwie auch falsch anfühlt. Er wäre viel lieber mit dir in diese Partnerschaft, in diese Stabilität und er möchte etwas also wirklich hier transformieren. Also am liebsten würde er dich besuchen, weil er hat wirklich Gedanken, dich verloren zu haben. Also hier der Diebeskarte und der hat wirklich Sehnsucht und hofft auf dieses unverhoffte Freude, dass da irgendetwas in dem Leben geschieht, dass er unverhofft diese Freude für dich auch wieder empfinden kann, wo der sich darüber freuen kann, weil der sehnt sich wirklich nach dir. Das ist Wahnsinn. So, jetzt bei dir, du bist in deinem Gleichgewicht, also momentan hast du auch in deinem Leben viel Ärger, wobei auch immer. Also in deinem Leben viel Unruhe, viel Ärger. Also ich sehe,
dass das auch so ein bisschen von dem geistigen Welt auch so vorbestimmt ist, also dass du bestimmte Themen auch bearbeitest, also vielleicht auch ein Stück weit deine Ängste, dein Eifersucht, das zeigt sich auch hier, die Seelenpartnerkarte, also die Sehnsucht. Und das ist für dich, diese Seelenpartnerschaft, für dich ein Geschenk. Also da kam die Karte Verlust. Also du hast vielleicht das Gefühl, du hast diese Liebe verloren, weil ihr keinen Kontakt habt. Aber sehe das nicht als Verlust, sondern dass es von der geistigen Welt so vorbestimmt ist, dass du erstmal dein Ärger in deinem Leben aufräumst, dass du vielleicht deine Eifersucht, dein Misstrauen, solche Dinge auch behebst, ja. Und dann kann dieses Glück also definitiv in dein Leben kommen, auch im Außen offiziell, auch wenn du das jetzt noch nicht in voller Fülle siehst, auch wenn du das jetzt nur als ja, so was Kleines siehst, also dass es also noch so mangelhaft siehst oder sagst, ja, was soll denn dann schon großartig der Glück passieren, wenn ich jetzt in einer Seelenpartnerschaft bin, wenn ich jetzt überhaupt mit ihm nicht rede. Aber hab Vertrauen, das bleibt beständig, diese Seelenpartnerschaft, und das wird sich auch entwickeln. Also es geht wirklich darum, du wirst auch hier Botschaften bekommen von deinem Gegenüber, was dir auch wirklich dein Herz, deine Seele auch in Heilung bringen. Da ist wieder das Medizinstab und also wird dich erheben, also ein Stück weit. Hier sind auch, siehst du auch Flügel hier auf diesen Fußteilen und auch hier. Also auf jeden Fall wird dich das in der Fülle Bewusstsein erheben. Du hast das Gefühl, wow, ich erhebe mich, wenn du jetzt irgendwie eine Nachricht von deinem Gegenüber erhältst, ist dir auch treu. Also die Treuekarte ist da definitiv. Und du kommst dadurch auch immer mehr in deine Füllebewusstsein. Das heißt, also du hast ein wohliges Gefühl, erfüllt zu sein. Also es hat alles bei dir wirklich mit diesem Brief zu tun. Du hoffst hier irgendwie auf einen Brief. Wir schauen jetzt mal in deine Lebenslinie. Du transformierst aber auch jetzt ganz viel Ärger und du sehnst dich aber noch, klar, sehnst du dich nach deinem Seelenpartner. Also ein Stück weit bist du auch eifersüchtig, also du planst hier irgendeinen Besuch, bist du aber eifersüchtig und oder hast du auch noch bestimmte Ängste vielleicht auch oder Bedenken auch, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie auf Besuch oder wohin fahren möchtest. Sehst aber diese Ängste oder Bedenken oder diese Eifersucht oder das Misstrauen, was da sich bei dir zeigt, als Geschenk. Warum? Weil du dann auch vielleicht ein Stück weit vorsichtiger bist, dass du dann in deine Achtsamkeit bist, dass du da auch wirklich bestimmte Dinge nicht übersehst, nicht in deine Euphorie bist, sondern eher in dieses abwartende Haltung. Das ist manchmal gar nicht so verkehrt, ja. Bei deinem Gegenüber, seine Gedanken drehen sich wirklich um sein Zuhause, um sein Haus, aber auch um Stabilität, und hofft er auch, dass hier in seinem Haus, also in sein Zuhause, etwas unverhofft, eine unverhoffte Freude kommt. Vielleicht erwartet er auch irgendwelche Nachrichten oder irgendwas, erwartet er, dass er sich hier also sehr, sehr darüber freuen kann. Ich würde gerne noch eine Klärungskarte hier zu diesem Legung auch nehmen und frage hier aus dem Kartendeck Chuck Spizzano, frage ich, was sagen die Engel oder was raten dir die Engel, was kannst du tun oder wo sollst du noch mal drauf achten? Und ich bitte jetzt hier um 7 Karten. Das kam jetzt auch ganz intuitiv. Also 5, 6, 7, ja, das sind jetzt 9 gekommen. Ja, dann vielleicht ist die Zahl, meine Zahl ist ja ohnehin die 9. Ja, dann nehmen wir auch für deinen Herzensmenschen auch 9 Karten, liebe Engelchen. Wir hätten gerne 9 Karten, damit wir auch genau sehen, wie es hier weitergeht. Ja. Sieben,
sind jetzt 10. Naja, ist ja egal. So, also es geht auch darum, also keine Illusionen zu machen. Dass ihr also ein Stück weit auch realistisch seid, also diese Desillusionierung einfach loslässt, ja? Sondern auch ein Stück weit realistisch seid. Das ist auch schon wichtig, dass ihr euch jetzt keine rosarote Wolke, also was geht nicht. Natürlich soll man im Vertrauen bleiben, aber trotz all dem, ja? Also bei dir sehe ich das auch, dass du von deinem Gegenüber denkst, dass er Angst vor Bindung hat, dass er nicht auf dich zukommt, weil du wirklich Angst hast, oder du hast auch ein Stück weit Angst, du könntest sofort hier in die Ketten gelegt werden, du könntest hier verpflichtend irgendwie wie eine Partnerschaft direkt eingebunden werden mit all den Pflichten, ja. Entweder hast du Angst vor der Bindung oder hat er Angst vor der Bindung. Ich habe auch das Gefühl, dass du von deinem Gegenüber denkst, dass er einen mangelnden Selbstwert hat und dass er auch ein Stück weit in seiner Bedürftigkeit sich befindet. Dass er, also entweder, dass er sich so unselbstbewusst zeigt, ja, dass er ja, also so irgendwie alles macht, vielleicht was man ihm sagen würde, dass du dann vielleicht schon einen selbstbewussten Menschen auch an deine Seite wünschst, ja. So, dann die nächste Karte ist, also denkst du, du willst jetzt auf keinen Fall hier irgendwie in eine Falle tappen, ja. Also vielleicht denkst du auch, er möchte nur ein Vergnügen mit dir. Ja, dass er sich also wirklich irgendwie dich nur dafür benutzt, dass diese Flirterei und diese, ja, das ist einfach, ja, also, dass es nur ein Vergnügen da ist zwischen euch und dass das hier eine gewisse Fantasievorstellung auch ein Stück weit von dir ist. Also es kann auch sein, dass hier wirklich eine Fantasievorstellung da ist und ja, da zeigt sich hier auch die Karte. Also bleib offen. Wichtig ist, dass du nicht so viel denkst, sondern einfach offen bleibst und dass du wirklich daran festhältst, dass dein Traum wahr wird. Also da ist auch ein erotisches Knistern zwischen euch da. Also definitiv ist ein erotisches Knistern zwischen euch da. Bei deinem Herzensmenschen, wie geht es weiter? Also auf jeden Fall. Wie geht es weiter? Also du bist für ihn unwiderstehlich. Also er hat dieses Unwiderstehlichkeit, also irgendwie hast du eine starke Anziehung auf ihn. Ja? Und der ist also regelrecht, also von dir befangen. Also regelrecht ist von dir befangen. Also denkt an dich und kommt davon auch gar nicht los. Und es ist, wäre ihm auch wichtig, also diese Selbsthingabe auch von ihm, dass er das auch schafft und vielleicht arbeitet auch ein Stück weit daran, also die Heilungskarte, dass er in seine Selbsthingabe hinkommt, ja. Er ist auch dabei, seinen Selbstwert nochmal zu stärken, zu polieren. Schau mal, der stellt sich hier auf dem Podest, also er möchte schon, vielleicht hat er auch abgenommen oder sich verändert, also auf jeden Fall ist seinen Selbstwert noch am Stärken. So, er ist so weit, dass er dir bald diese Wahrheit auch sagen kann. Ja, also dass er auch so, also dir auch seine Wahrheit überreicht. Und auch wenn er denkt, jetzt Mensch, ich könnte jetzt einen Verlust erleiden, hat er auch Angst irgendwie, dass er hier versagt, ja. Schau mal, hier ist das kleine Herz, da ist das große Herz. Er hat schon Verlust, Angst oder hat er auch etwas verloren. Also wenn er an dich denkt und ihr seid noch nicht zusammen, also du fehlst ihm hier als Puzzlestück, als Herzstück, hat aber Angst, dass er das dir nicht so erfüllen kann und dass er versagt. Ja? So. Die sagen, die Karten, er muss wirklich lernen, dass, also das Geben, dass er also wirklich vom Herzen gibt und gar nicht so viel Gedanken macht, sondern einfach gibt.
Der ist sehr zwiespältig, also er weiß auch gar nicht, soll ich mich für den Kaktus entscheiden oder für den Baum? Ja, für was soll ich mich denn entscheiden? Also der ist hier auf dem Scheideweg hier, soll ich links oder soll ich rechts? Ja, und das ist dann wirklich ein Problem für ihn. Es geht auch wirklich darum, sich zu verlieben. Aber ich habe das Gefühl, auch dass er in dich verliebt ist. Ja, da ist auch die Sonne und er ist wirklich verliebt, auch wenn er jetzt hin und her gerissen ist. Also ihr merkt das schon. Ja, und ja, dass du seine wahre Liebe bist. Und das ist doch unglaublich. Also diese Legung, ich möchte das auch jetzt nicht mehr mit irgendeiner anderen Karte nochmal abklären. Ich hoffe, das war wirklich für dich passend und das spricht wirklich Bänder. Ja, die Karten sprechen Bänder und ich hoffe, das konntest du auch annehmen. Und wenn das der Fall war, freue ich mich über einen Like. Und natürlich, wenn du eine persönliche Legung möchtest oder meinen speziellen Wochenangebot in Anspruch nehmen möchtest und diesbezüglich auch deinen Seelenpartner mit Energieheilung unterstützen möchtest, sehr gerne. Mache dir einen Termin, natürlich über den Kontaktformular meiner Homepage. Da ich auch in Termine bin oder Videos halt aufnehme, ist mir wichtig, dass du mir das per E-Mail zusendest und dann wirst du auch schnell wie möglich die Antwort darauf erhalten, wenn ich dafür die Zeit habe, auf jeden Fall, dass wir für dich den passenden Termin auch finden. Ich sende dir ganz viel Licht und Liebe und Frieden aus meinem Herzen heraus und sage bis bald. Namaste, deine Valeria.